Herzlich willkommen zur vielleicht schönsten Spieltagsvorschau der ganzen Saison, denn seit heute können wir sagen, wir sind Aufsteiger, wir gehen wieder hoch in die stärkste Liga der Welt. Glückwunsch Jens, was geht in dir vor, gefühlsmäßig? Auch jetzt hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt. Jetzt ist eigentlich der normale Wahnsinn wieder los. Spielvorbereitung läuft auf Hagen. Wir wollen das letzte Heimspiel gewinnen. Wir wollen gucken, dass wir zu Null durchmarschieren daheim. Und das ist das, was uns antreibt. Die anderen Sachen kommen dann, glaube ich, schon noch oben drauf. Trotzdem nur kurz die Frage, wir sind auf der Couch aufgestiegen sozusagen, Freitag in Emstetten gewonnen, Samstag durch den Sieg von Hamm in Coburg ist es dann klar gewesen. Wie hast du es erlebt, erfahren? Hast du es irgendwie daheim geschaut, das Spiel Coburg gegen Hamm? Ich habe es nicht geschaut. Ich hatte den Auftrag, unser Kind ins Bett zu bringen, der sich massiv geweigert hat. Und hatte mein Telefon neben mir liegen und habe gedacht, wenn es irgendwann das Blinken losgeht, dann weiß ich, es wird schon was passiert sein. Ich war Gott sei Dank kurz vorher draußen und dann ging es aber auch los mit den ganzen Anrufen, aber ich habe nichts gesehen. Gab es dann irgendwie im Nachhinein, wir haben natürlich auf Facebook auch Gratulationen von anderen Vereinen bekommen, ob es jetzt Hannover war oder sonst wer. Hast du mit Trainerkollegen zum Beispiel auch Kontakt gehabt? Hast du irgendwie in Hamm beim Kai Rothenpieler angerufen, dich bedankt oder mit Nordhorn irgendwie telefoniert oder so? Ich habe mit Nordhorn telefoniert, weil Heiner und ich schon, glaube ich, seit langem eine wirklich gute Freundschaft sich entwickelt hat und auch großer gegenseitiger Respekt. Mit dem habe ich noch telefoniert, der musste dann aber auch abbrechen, weil ich gesagt habe, jetzt geht bei Ihnen die Party los und dann bin ich dann auch los. Von anderen Trainern bekommst du immer wieder was, gerade eben hat Jan Gorsi auch noch gemeldet, also von anderen kriegst du natürlich schon auch die Rückmeldung zu dem, was passiert ist. Jetzt haben wir aber noch zwei Spiele vor uns, die Saison ist noch nicht vorbei. So wie ich dich kenne oder so wie wir alle auch die Mannschaft kennen, wird da jetzt auch nichts mehr abgeschenkt. Jetzt geht es am Samstag gegen Hagen. Ziel, nochmal zwei Siege einzufahren, oder? Ich hätte schon ganz gern die Schale und die Mannschaft will sie auch. Also die Meisterschaft ist schon noch das i-Tüpfelchen auf einer ganz, ganz tollen Runde. Und natürlich ist es vielleicht auch schwer mit den ganzen Feierlichkeiten, die jetzt hier so permanent eigentlich passieren, die sich die Mannschaft auch verdient hat. Da will ich sie auch nicht bremsen. Aber die ganze Mannschaft über die Saison hinweg gesehen hat, wie sie aufgetreten ist, der weiß, dass er auch die Spiele gewinnen will. Und deshalb bin ich guter Dinge, dass wir bis zum Wochenende wieder Kräfte gesammelt haben. Das sah heute schon im Training wirklich vernünftig aus. Und jetzt gucken wir, dass wir es bis zum Wochenende so hinkriegen, dass wir in der Lage sind, auch das Spiel zu gewinnen. Das letzte Wochenende war auch schicksalsträchtig, was den Abstieg angeht. Hagen, unser kommender Gegner, ist bereits abgestiegen nach der Heimniederlage gegen die Vikings. Was erwartest du für ein Spiel? Das ist natürlich jetzt für die auch sicherlich schwierig, sich nochmal zu motivieren, wenn sie wissen, okay, es geht einfach nichts mehr dir rum. Das glaube ich nicht. Also ich glaube sogar, dass es eher andersrum laufen wird. Wer sie bei ihrem letzten Spiel das Spielen sehen, gegen die Rhein Vikings, da hat man schon gesehen, wie eine Truppe verzweifelt versucht, diesen letzten Strohhalm zu packen. Und ich glaube, da haben sie auch ein bisschen überpowert und haben eigentlich gar nicht mehr das Tor gesehen und es war dann schon sehr, sehr hektisch. Wie auch in Hamburg schon. Und ich glaube, dass sich das jetzt gelöst hat. Zwar in die Richtung, die sie so nicht wollten. Und trotzdem ist es eine neue Situation, weil sie zum ersten Mal jetzt auch wieder seit langem wieder ohne Druck spielen können. Und deshalb habe ich schon Respekt, dass die mit einer guten Leistung hier aufwarten werden. Wir haben trotzdem den Vorteil, wir haben volle Hütte am Wochenende zu Hause gegen Hagen. Ausverkauft bereits das Spiel. Trotzdem, wir werden vor dem Spiel, nach dem Spiel wird es natürlich große Feierlichkeiten geben im Rahmen dieses letzten Saisonheimspiels. Kommt auf jeden Fall vorbei. Wir wollen unsere Heimserie ausbauen, beziehungsweise auch denn die perfekte Heimtabelle haben, nachher mit im Optimalfall 19 Siege aus 19 Spielen. Da gilt es dann noch was zu holen. Hoffentlich mit euch zusammen und wir sehen uns dann hoffentlich am Samstag in der Halle gegen Hagen.